Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Daniel mit einer neuen Folge Skat. Und heute habe ich einen ganz besonderen Leckerbissen mitgebracht. Eine Partie, die vor 4, 5 Jahren in der ersten Herren Bundesliga gespielt wurde, in der es zu einer Endspielsituation kommt, in der ich selber nicht geglaubt hätte, dass das überhaupt möglich ist. Also ein ganz besonderer Hingucker und der zeigt, wie kreativ dieses Spiel ist und was da alles passieren kann. Schauen wir uns das mal an. Jetzt die Situation. Mittelland hatte gepasst und wir schauen diesmal an die Karten von Hinterhand. Der hatte 18 geboten, war Alleinspieler geworden, hatte in den Skat geschaut und dann folgende 12 Karten. Gedrückt wurden die Kreuz Dame und die Karo 9. Gute Entscheik. Und dann Pik angebracht. Also ein super Blatt, 6 Trümpfe mit 3 Buben und dann 2 Asse in der Beikarte. Einzige kleine Lücke in der Beikarte, hier die fehlende Herz 10. Also an einem guten Tag werden nur 2 Stiche abgegeben und das Spiel wird Schneider. So, jetzt passiert Folgendes. Der erste Stich kam raus, Karo 7, Karo Dame. Der Spieler muss bedienen. Karo Ass. Setzt jetzt natürlich Trumpf fort. Es fällt Pik 10, Kreuz Bube. Keine Überraschung. Kommt, hier ist ein Mittelhand, Karo König kommt an, auf den Tisch. Der Spieler sticht vorsichtshalber schon nur mit der Trumpflusche und wird bedient. Also bis hierher ist alles ganz im ganz üblichen Rahmen verlaufen. Es fehlen jetzt nur noch 3 Trümpfe und wenn die gleichmäßig verteilt sind, dann hat der Spieler weiterhin alle Schneideroptionen. Zieht also den Herz Buben, da fällt jetzt Herz 9 und Pik 8. Das heißt, hier ist jetzt das erste Mal zu sehen, okay, die Karte ist doch nicht ganz so glatt verteilt. Das Trumpf Ass ist jetzt noch zu zweit besetzt und wird also einen weiteren Stich machen. Jetzt muss der Spieler sogar ein bisschen aufpassen, dass ihm hier nicht das Spiel noch entgleitet. Wenn er jetzt so nach dem üblichen Merksatz einfach Trumpf fortsetzt, Karo Bube und dann mit der Pik 9 das Trumpf Ass rausholt, wird danach vermutlich Kreuz auf den Tisch kommen. Dann muss er stechen mit seinem letzten Trumpf und verliert dann beide Herzstiche. Das kann er also so rum nicht spielen. Er muss stattdessen versuchen, jetzt sich den Stich mit dem Herz König hochzuspielen, damit er wirklich nur die 3 Stiche abgibt. Er könnte jetzt also auch das Herz Ass spielen und danach mit der Herz 8 vom Stich. Da aber schon ein Herz weggefallen ist, wird dann auf die Herz 10 natürlich auf jeden Fall gewimmelt. Das ist das Kreuz Ass, das haben die Gegenspieler dann schon 35. Und er müsste dann, nachdem er die nächste Karte wieder mit dem Trumpfkönig gestochen hat, doch noch den Herzkönig anbieten. Ja, und da könnte dann noch eine der fehlenden 10, Kreuz 10 oder Karo 10 fallen mit Trumpf Ass, das wären genau 60. Also jetzt von oben weiterspielen, nur 3 Stiche abgeben, aber 60 ist natürlich auch nicht so gut. Und insofern absolut die richtige Idee jetzt aus Sicht des Alleinspielers, jetzt Kleinherz und dadurch. Wenn die nicht komplett 3 zu 0 nun verteilt sind, die fehlenden Herzen, dann sollte alles gut laufen. Und genauso kommt es auch. Es fällt also Herz 10 und Herz Dame. Die Gegenspieler haben jetzt erst 27 und bekommen nur noch einen Stich. Also in diesem Moment hat sich der Alleinspieler sicher entspannt. Und jetzt will er als nächstes stechen und dann direkt das Herz Ass bringen, damit die fehlende Herzlusche noch bedienen muss und dann kann er das Spiel nicht verlieren. Jetzt kommt aber folgender Stich. Aus Hinterhand kommt der siebte Karo, die Karo 10. Und von Mittelhand fliegt jetzt hier die Herz 7 weg. Da wäre ich jetzt gerne mal dabei gewesen und hätte als Zaungast geschaut, was jetzt im Kopf des Alleinspielers vor sich geht. Denn damit hat er ganz sicher nicht gerechnet. Gut, er sticht, das ist klar. Er kann jetzt noch den Karo Buben ziehen. Er kann auch noch Herz König zwischenziehen, das nützt ihm alles nichts mehr. Früher oder später muss er das Herz Ass ausspielen. Da wird dann das Kreuz Ass gewimmelt und es wurde mit dem Trumpf Ass gestochen. Der dritte Stich, 3 Asse beim Skat in einem Stich, 33 und insgesamt genau auf 60. Also ein richtig wahrer rechter Haken des Skatgottes. Da hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass es diesen Stich beim regulären Spielverlauf überhaupt gibt. Aber so ist es passiert.
Wie konnte es dazu denn überhaupt kommen? Ganz feiner Zug von dem Spieler in Vorhand, als der auf den Herz-Buben sich die Herz-10 blank geschmissen hat. Das war genau hier der Bluff, mit dem der Alleinspieler nicht gerechnet hat. Und der Spieler konnte sich das erlauben, denn er hatte genug Volle. Er hatte noch die Karo-10, er hatte noch Kreuz-Ass und 10. Also daran scheiterte es nicht. Er hat nun ganz einfach erkannt, seine zwei Herzen, Herz-10, Herz-Lusche, die nützen ihm wahrscheinlich nichts. So eine gleichmäßige Verteilung hilft eher dem Alleinspieler. Deswegen hat er die hier aufgelöst und sich die Herz-10 blank geschmissen. Das war genau die Voraussetzung, damit es zu diesem tollen Endspiel kommen konnte.